Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Rahmen der Ermittlungen gegen den ehemaligen Sprecher von Bundespräsident Wulf Gläsecker ist dessen früheres Büro im Bundespräsidialamt durchsucht worden. Bei der Aktion am Donnerstag wurden Unterlagen und Computerdateien beschlagnahmt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Hannover. Gegen Gläsecker wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Er soll dienstliche und private Belange miteinander vermischt und sich wirtschaftliche Vorteile verschafft haben. Donnerstagmorgen, 10 Uhr. Ein Staatsanwalt und mehrere Beamte aus Niedersachsen durchsuchen nach einem Hinweis aus dem Präsidialamt das Dienstzimmer von Ex-Sprecher Olaf Gläsecker. Der Vorwurf: Bestechung und Bestechlichkeit. Umfangreiche Dateien und Unterlagen werden beschlagnahmt, bestätigt die Staatsanwaltschaft. Gläsecker hatte zuvor sein Zimmer ausräumen wollen. Das hatte ihm das Bundespräsidialamt, so Wulfs Sprecherin heute, mit Blick auf die Ermittlungen verweigert. Und darum geht es. Gläsecker, einst enger Wulff-Vertrauter, soll laut Staatsanwaltschaft den vom Partymanager Schmidt, hier links, ausgerichteten Nord-Süd-Dialog, wie es heißt, gefällig gefördert haben. Dafür habe er mehrfach kostenlos Urlaub in Schmidts Feriendomizilen gemacht. Die Opposition verschärfte in der Affäre heute den Ton. Dass es nötig ist, dass Staatsanwaltschaften Durchsuchungsbeschlüsse für das Bundespräsidialamt fassen, das ist schon ein Tiefpunkt in der demokratischen und politischen Kultur unseres Landes. Beredte Zurückhaltung dagegen bei den Regierungsparteien. Es ist das erste Mal, dass die Justiz das Bundespräsidialamt durchsucht hat. Der Vorwurf der Bestechlichkeit wiegt schwer. Ergebnisse gibt es noch nicht. In Berlin fragt man sich indes, was wusste Christian Wulff über die Aktivitäten seines Sprechers, von dem er sich kurz vor Weihnachten ohne nähere Begründung getrennt hatte. Die SPD-Spitze stellt auf ihrer Klausur in Potsdam erste Weichen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Dabei will die SPD mit einer breiten Beteiligung der Bürger im Wahlkampf punkten. Sie sollen laut Parteichef Gabriel erstmals an der Ausgestaltung des Regierungsprogramms mitwirken können, etwa über das Internet. Einem Lagerwahlkampf gegen Schwarz-Gelb und gegen Kanzlerin Merkel erteilte Gabriel eine Absage. Sie zeigen sich optimistisch, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl wieder vorn sind, die Genossen in ihrer Klausur. Doch sie sind wohl auch etwas ratlos über die ungebrochene Popularität der Kanzlerin. Wie gewinnt man gegen Angela Merkel? Die entscheidende Frage. Es geht nicht um einen Wahlkampf gegen die Kanzlerin Merkel. Ich finde ohnehin, dass die Zeit, wo man sagt, wir kämpfen gegen die anderen, vorbei sind. Sondern unser Gegner sind Finanzmärkte, unser Gegner ist die soziale Spaltung in Deutschland. Fernab vom Großstadttrubel will die Partei in Ruhe ihre Strategie für den nächsten Bundestagswahlkampf beraten. Zurzeit, so die neuesten Umfragen, würde es für Rot-Grün im Bund kaum reichen. Deshalb will die Partei ihr soziales Profil schärfen. Wir sehen ganz stark eine Möglichkeit, mit dem Thema Gerechtigkeit zu punkten. Denn hier haben viele Menschen in Deutschland das Gefühl, es geht ungerecht zu. Sie erleben es tagtäglich. Die Generalsekretärin will mehr junge Leute für die Partei gewinnen, mit Wahlkampf auch im Internet. Gerade diese Generation, die jüngere Generation, möchte beteiligt werden. Und deswegen werden wir in einem Umfang, wie das es bisher noch nie gegeben hat, eine Beteiligung organisieren bei der Erstellung unseres Regierungsprogramms. Auch Townhall-Meetings mit Bürgern kann sich die SPD-Spitze vorstellen, nach amerikanischem Vorbild. Parteichef Gabriel betont, er wolle keinen Lagerwahlkampf führen gegen die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Damit will er sich alle Optionen offen halten für die Zeit nach der Bundestagswahl. Reicht es dann nicht für Rot-Grün, will er die Neuauflage einer großen Koalition aus Union und SPD ins Visier nehmen. Im Zusammenhang mit der sogenannten Zwickauer Terrorzelle werden neue Vorwürfe gegen Ermittler laut. Die Hauptverdächtige Beate Zschäpe soll nach Spiegelinformationen 2007 für eine Aussage wegen eines Wasserschadens unter falschem Namen bei der Polizei in Zwickau gewesen sein. Damals war Zschäpe offenbar nicht erkannt worden. Sie galt seit 1998 als untergetaucht. Zwischen 2000 und 2007 soll das Neonazi-Trio 10 Menschen getötet haben. Am Vorabend des EU-Gipfels wird mit immer größerer Schärfe über die Bedingungen für weitere Griechenlandhilfen diskutiert. In Athen verwahrte sich Finanzminister Venizelos strikt gegen Bestrebungen auch Deutschlands, die griechische Haushaltspolitik unter EU-Kontrolle zu stellen.
Wer ein Land zwischen wirtschaftlicher Hilfe und nationalem Stolz wählen lassen wolle, der habe wichtige historische Lehren nicht verstanden. Ministerpräsident Papadimos stimmte sich indessen mit den Chefs der Parteien ab, die seine Übergangsregierung stützen. Danach warb er erneut für seinen Sparkurs und sprach von einem harten Kampf, um Griechenlands Platz in Europa zu sichern. Mehr zur Stimmungslage in Griechenland und zu den Folgen des Sparkurses finden Sie auf tagesschau.de. In Russland machen Regierungskritiker weiter für freie und faire Wahlen mobil. In Moskau legten sie heute mit einem Autokorso rund um die Innenstadt den Verkehr lahm. Der Protest richtete sich vor allem gegen Ministerpräsident Putin, der als Favorit bei der Präsidentenwahl am 4. März ins Rennen geht. Erst am Freitag hatte die Wahlkommission den liberalen Oppositionspolitiker Jawlinski als Kandidaten ausgeschlossen. Überall in Moskau beklebten sie heute ihre Autos. Putin, deine Zeit ist abgelaufen, stand auf den Stickern. Oder Russland ohne Putin. Die weißen Schleifen an Antennen und Rückspiegeln als Symbol gegen den Wahlbetrug. Tausende zum Teil fantasievoll geschmückte Autos fuhren stundenlang laut hupend entlang des Moskauer Innenstadtrings. Es war die erste große Protestaktion der russischen Oppositionsbewegung in diesem Jahr. Ihr Ziel, die Wahl Wladimir Putins zum Präsidenten am 4. März zu verhindern. Mit dieser Aktion demonstrieren wir für faire Präsidentschaftswahlen. Wir rufen die Leute dazu auf, wählen zu gehen und fordern von der Regierung eine Wahl ohne Fälschungen. Bei Temperaturen unter minus 10 Grad versammelten sich überall in der Stadt Sympathisanten, um dem Autokorso zuzuwinken. Über eine Strecke von 16 Kilometern staute sich der Protestzug, der über das Internet organisiert wurde. Die Kritik der Opposition richtet sich auch gegen die staatliche Wahlkommission, die den Oppositionskandidaten Grigori Jawlinski erst vorgestern von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen hatte. Die nächste Großdemonstration der Opposition ist für kommenden Samstag geplant. Erneut sind Experten der Internationalen Atomenergieagentur IAEA in den Iran gereist. Sie wollen eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm des Landes erreichen. Teheran wird vorgeworfen, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten. Die EU hatte Anfang der Woche ein Importembargo für iranisches Öl beschlossen. Im Gegenzug erwägt der Iran, die Öllieferungen selbst sofort zu stoppen. Kernenergie ist unser Recht. Das forderten wenige Demonstranten bei der Ankunft der Inspektoren der Internationalen Atomenergieagentur. Die Inspektoren suchen das Gespräch mit der Teheraner Führung, um die seit einem Jahr ausgesetzten Atomgespräche wieder in Gang zu bringen. Außerdem wollen sie unter anderem die Anreicherungsanlage in Fordo besichtigen, wo Uran auf 20% angereichert werden soll. Der Vorsitzende des Energieausschusses im iranischen Parlament begrüßte die Reise der Inspektoren. Wenn Europa keine Vorurteile hat und die Inspektoren alles unabhängig untersuchen, kann die Reise zu guten Ergebnissen führen und die Entscheidung des Parlaments ändern. Denn eigentlich wollte das iranische Parlament heute eigene Ölsanktionen gegen die EU verabschieden, nachdem die EU ihrerseits bereits ein Importverbot für iranisches Öl verhängt hat, gültig ab 1. Juli. Ungeachtet der Inspektoren im Land zog Präsident Ahmadinejad bei einer Islamkonferenz erneut über die USA und Israel her. Der Westen versucht, einen Konflikt in unserer Region zu schüren. Ihre Absicht ist doch, das zionistische Regime zu schützen. Noch bis Dienstag bleiben die Inspektoren im Iran. Und dann, so wird erwartet, beschließt das iranische Parlament eigene Ölsanktionen gegen die EU. Aus vielen Landesteilen Syriens werden heute erneut schwere Kämpfe gemeldet. Bewaffnete Gegner von Präsident Assad und Deserteure gehen offenbar verstärkt gegen Soldaten der Regierung vor. Mehr als 60 Menschen wurden nach Angaben von Menschenrechtlern heute getötet. Knapp die Hälfte davon seien Soldaten gewesen. Zu massiven Gefechten soll es auch in Vororten von Damaskus gekommen sein. Panzer und Soldaten versuchten, die Außenbezirke der Hauptstadt, die von Rebellen gehalten werden, zurückzuerobern. Wahlkampfauftakt in Myanmar. Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi hat vor tausenden Anhängern angekündigt, die Verfassung des Landes ändern zu wollen. Die Friedensnobelpreisträgerin tritt für ihre wieder zugelassene Partei im April bei der Parlamentswahl an, bei der über 48 von 440 Sitzen abgestimmt wird.
Erstmals könnte Suu Kyi, die jahrelang unter Hausarrest stand, in ein politisches Amt gewählt werden. Vor der italienischen Insel Giglio verzögern sich die Bergungsarbeiten am verunglückten Kreuzfahrtschiff Costa Concordia erneut. Wegen rauer See konnte weder die Suche nach Opfern fortgesetzt, noch mit dem Abpumpen des Treibstoffs begonnen werden. Das Schiff hat mehr als 2300 Tonnen Schweröl an Bord. Seit der Havarie vor gut zwei Wochen wurden 17 Todesopfer geborgen, 16 Menschen werden noch vermisst. Mit dem bloßen Auge ist die Bewegung nicht zu erkennen. Aber Messungen zeigen, die Costa Concordia bewegt sich. Um 1 Zentimeter pro Stunde dreht ihr Bug momentan in Richtung offenes Meer und sinkt gleichzeitig ab. Grund dafür der raue Seegang. Er machte heute sowohl die Bergungsarbeiten als auch das Abpumpen des umweltschädlichen Treibstoffs unmöglich. Boote und Retter blieben im Hafen. Trotz der Bewegung des Wracks betonen Experten, sei die Lage des Schiffs auf einem Felsvorsprung immer noch stabil. Allerdings schließen sie nicht aus, dass der Kreuzfahrtkoloss bei schwerem Wetter nicht doch noch langsam in die Tiefe rutschen könnte. Dabei sind immer noch nicht alle Vermissten im Inneren der Costa Concordia entdeckt worden. Unterwasseraufnahmen der Feuerwehr zeigen die Arbeit der Taucher vor dem Wetterwechsel. Bis gestern suchten sie weiter eine Kabine nach der anderen ab. Versperrte Türen, Gepäck und Unrat sowie verschiedenste ausgelaufene Substanzen erschweren ihre Arbeit. Sobald die See sich wieder beruhigt hat, sollen die Bergungsarbeiten unter Wasser wieder aufgenommen werden. In der Fußball-Bundesliga bleibt Borussia Mönchengladbach dem Spitzentrio auf den Fersen. Der Tabellenvierte gewann zum Abschluss des 19. Spieltages beim VfB Stuttgart mit 3:0. Im zweiten Sonntagsspiel hat sich Mainz 05 etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Das Team von Trainer Tuchel besiegte den Sportclub aus Freiburg mit 3:1. Die Tabelle hinter dem punktgleichen Trio aus München, Dortmund und Schalke behauptet Mönchengladbach mit einem Zählerrückstand Rang 4. Es folgen Bremen, Leverkusen und Hannover. Die zweite Hälfte beginnt mit Stuttgart, dann Hamburg, Mainz und Nürnberg. In der Abstiegszone Kaiserslautern, Augsburg und Schlusslicht Freiburg. Dänemark ist zum zweiten Mal Handball-Europameister. Der Vize-Weltmeister gewann das Endspiel gegen Gastgeber Serbien mit 21:19. Damit haben sich die Dänen auch für die Olympischen Spiele in London qualifiziert. Maria Höfel-Riesch gewinnt die Superkombination von St. Moritz. Eine Befreiung für die Partenkirchnerin. Es ist ihr erster Saisonsieg. Nach dem Super-G noch auf Platz 2 spielt Maria Höfel-Riesch ihre Erfahrung und ihre Routine im Slalom aus. Mit einem richtig guten Tanz durch die Stangen fährt die DSV-Athletin zu ihrem insgesamt 21. Weltcup-Erfolg. Lindsay Vonn, bereits mit 2 Siegen an diesem Wochenende, muss sich knapp geschlagen geben. 0,03 Sekunden ihr Rückstand. Auf Platz 3 Nicole Hosp. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 30. Januar. Dank des Hochs über Finnland wird es sonniger, aber auch kälter. Im Westen Deutschlands ist tagsüber in den kommenden Tagen mit leichtem Frost zu rechnen, im Osten mit mäßigem. Die Nächte werden bitter kalt, zur Wochenmitte in einigen Tälern über Schnee bis minus 20 Grad. In der Nacht schneit es im Westen etwas, in der Osthälfte ist es oft klar. Am Tag zeigt sich in der Nordosthälfte häufig die Sonne, in der Südwesthälfte bleibt es mitunter den ganzen Tag über bedeckt oder trüb, zwischen Saarland und Breisgau schneit es hier unter etwas. Der Wind weht im Norden und Osten frisch bis stark, an Nord- und Ostsee stürmische Böen, auf den Bergen der östlichen Mittelgebirge Sturmböen. Im Osten in der Nacht bis minus 11 Grad, am Tag minus 6 Grad im Osten, am Oberrhein bis plus 1 Grad. Am Dienstag scheint verbreitet die Sonne bei lebhaftem Ostwind, Richtung Westen und Südwesten die ein oder andere Schneeflocke. Viel Sonne dann auch am Mittwoch und Donnerstag, die Ausnahmen Schneeschauer fallen am Mittwoch im Südwesten und an den Küsten, am Donnerstag im Norden. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin Staatsanwalt in Schloss Bellevue, die Razzia im Bundespräsidialamt und ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.